Dann nehme ich es eben mit. Das ist ja gar kein richtiges Ei, nur ein halbes Tee-Ei. Das ist sogar nur eine Hälfte. Wie Huck wohl wohnt? Huck kann echt alles tragen, aber irgendwas fehlt noch. Kann ich dieses Kranzteil mit diesem Nest hier vertauschen? Ja, mach mal. Sieht ja tatsächlich viel besser aus. Den Vierkranzregler kannst du behalten. Hab noch eine ganze Kiste voll. Ah, du willst dein Glück beim Dart versuchen? Tritt an die weiße Linie. Oh, Donnerwetter. Mitten ins Schwarze. Gut gemacht, Huck. Huck? Das ist mein Dartspielername. Huck, Zack, Joe. Ich heiße Emils Bruder beim Dart. Sehr kreativ. Befreien wir dich erstmal von dem ganzen Kram. Den Preis hast du dir verdient. Oh, ich habe noch nie einen Preis bekommen. Damit warte ich. Dieser Windmesser ist. Oh, danke. Damit kann ich noch besser Zeit totschlagen. Den Hebel brauche ich nicht mehr. Kann ich mir einen Schraubenschlüssel leihen? Klar. Welche Größe brauchst du denn? Keine Ahnung. Werkzeug leiht man sich nicht einfach so. Da brauche ich schon eine genaue Größe. Oder zeig mir die passenden Schrauben. So bekomme ich die Schraube. So bekomme ich. Irgendetwas stimmt noch nicht.
Die Einstellungen scheinen noch nicht richtig zu sein. Die Gondel scheint zu schwer zu sein. Der Windmesser scheint kaputt zu sein. Könnte ich mir stundenlang anschauen. Ich kaue es vorher, dann kann ich einen Abdruck machen. Juhu, ein Schraubenabdruck. Tja, warum eigentlich nicht? Die kann man hoch. Gute Idee, aber die wird sich noch nicht richtig drehen. Schau mal, ein Abdruck der Schrauben. Ah ja, da hab ich genau das Passende für dich. Das hätte ich mit dem echten Conroy machen sollen. Die Form habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Das ist doch viel zu schwer für dich. Oh. Der leuchtet. Oh, ein Originalticket von der Jungfernfahrt unserer Seilbahn. Oh, ich sehe, ich habe einen echten Seilbahnliebhaber vor mir. Dann interessierst du dich sicher auch für mein hochdetailliertes Seilbahnmodell da hinten unter dem Tuch. Wirf ruhig einen Blick darauf. Das Modell ist so detailliert, sogar die Einstellungen sind richtig. Mit bloßem Auge kann ich da gar nichts erkennen. Was ist das? Eine Seilbahn für Ameisen? Banause! Nicht anfassen, nur gucken! Ich kann nicht richtig durchgucken. Eine Linse ist locker.
Aha, eine Linse ist locker. Jetzt nicht mehr. Oh, ich kann sogar die Einstellungen vom Schaltpult in der Gondel erkennen. Mal sehen. Der Hebel zeigt auf das Schiffchen, der Regler nach Nordosten und die mittleren zwei Knöpfe leuchten. Das ist das Schaltpult der Seilbahn. Das ist zu klein, um mit bloß... der Hebel zeigt auf das Schiffchen, der Regler nach Nordosten und die beiden mittleren Knöpfe leuchten. Die Seilbahn scheint jetzt zu laufen. Ich sollte Libretta holen und hier verschwinden.